Leute und hallo und herzlich willkommen hier offiziell zu unserem Rematch. Und zwar Tarnranger gegen den Astronaut wieder zusammen mit Markus. Ich würde sagen, wir gehen hier mal heute so ein bisschen im Gold-Orange-Look. Fähigkeiten gucke ich mal kurz rein. Sprung, mehrfach Raketen, super Stinkwolke. Nehmen wir die normale Zombie-Stinkwolke, weil ich stehe doch meistens ein bisschen weiter weg vom Garten. Bietet sich die andere besser an und damit los geht's. Jo. Die letzte Runde ging ja an den Astronauten. Mal schauen, ob es diesmal auch wieder so ist. Und Markus war nicht in der Lage, den Tarnranger Right zu spielen. Mal schauen, ob ich ihn Right spielen kann oder ob ich auch heftig versagen werde. Bei mir wollten sie bloß nicht sterben. Das ist das Problem. Ja, dann hast du was falsch gespielt. Der geht in Deckung gleich. Der weiß schon, was sein Problem ist, wenn ich ihn abschieße. What the? MG. Komm schon direkt dran. Ah, stehen sie. Minecraft, da steht wieder da oben mit seinem MG. Aber keiner verteidigt den Garten von denen. Keiner. Die stehen alle oben auf dem Berg. Sterbt halt nicht, ey. Ohne Witz. Die stehen einfach alle auf dem Berg oben. Hä, die haben die Sounds geändert. Hat jemand bei mir der Wissenschaft das Lachen angefangen, als sie gecaptured haben, aber mit so einer richtig dunklen Stimme. Ich hab schon den ersten Kill. Ich noch nicht. Ja. Ich wurde direkt vom Retro in G weggeholt. Minecrafter Assi. Und die sind immer noch da oben, wette ich mit dir. Ja, die wiederbeleben sich auch noch alle gegenseitig. Jetzt geht schon wieder mein West Chat an. Ich bin schon wieder tot. Was ist denn los mit dir? Ja, der wirft direkt eine Chili-Bohne auf mich, wie ich gespawnt bin, weil die da alle oben campen. Ich ignoriere es jetzt einfach. Das bringt ja, ihnen ja nichts. Ne? Ja, weil die alle nichts mit dem Garten zu tun haben wollen. Das geht natürlich jetzt ziemlich einfach. Da vorne stehen die Hälfte vom Team und die andere Hälfte ist da oben auf dem Berg. Bitte, von wieder Feuererbse, Alter. Je, Feuer ist... Ah, jetzt sind die ganzen Leute vom Berg scheinbar da. Weil jetzt kommt auf einmal eine Riesenarmee. Und schon verreckt. Alter, was sechs Pflanzen im Garten. Warte, hinter mir. Aua, ja, ich auch von gerade. Das war Blitz. Alter. Diese Sonnenblume möchte es wissen. Stimmt. Die Leute sind schlauer geworden, die weichen. Tom K812 Respawn. Achso, okay. Ja, Respawn. Das hab ich verstanden. Ich dachte, er wurde von Respawn gekillt, Alter. Oder hat jemand mit Respawn gekillt? Ich glaube, ich habe inzwischen. Ja, ich habe einen Kill. Ey, wie nehme ich schon ein Ding an, obwohl der Tür doch nicht mehr steht? Ich ja, bitte. Warum auch? Warum auch auf den Teleporter warten, ganz ehrlich? Das ist eine Zeitverschwendung. Nein! Wo kam die Mine her? Ich habe eine Zweier-Streak gemacht. Wo kam die Mine her? Ja, ohne Scheiß, wo kam die Mine her? Ich habe die nicht gesehen und normalerweise sehe ich die. Ja, ich auch nicht, ne? Danke, dass du dich da, sonst wäre ich reingelaufen. Nee, die glaube ich nicht. Doch, ich laufe in jeder. Kartoffelmine genau vor mir und ich sehe sie nicht. Genau mitten in der Straße, aber nein, ich sehe sie nicht. Ah nein, Maisanschlag. Jo, hier die ganze Straße voll mit Kartoffelmine. Ja, das habe ich schon gesehen beim Deathscreen. Aber ich habe sie alle weggeholt, die ganzen Minen. Die waren verdammt viele und haben ganz viel Geld gegeben. Fast 100 Münzen nur für die scheiß Minen, Alter. What? Jetzt spielen diese scheiß Kiddies auch noch Tankkakteen. Hey. Zerfolge ich die zwei, ne? Okay, ich muss jetzt leider erst einmal Erzfeinde eliminieren. Leute aus dem netten Voice-Chat der letzten Runde, mit denen muss ich jetzt ein Wörtchen reden. Indem ich ihnen ein paar Kugeln in den Kopf jage.
Ja, wo kommen meine Schüsse her? Das wüsstest du gern, hä? Ah, und da ist er weg. Nein! Wo kommt denn der Wichser jetzt her? Von hinten! Der macht den Lock. Ja, ich schlafe, wo kommt denn der her, Alter? Ganz ehrlich, Alter. Hey, ich hab so ein Pech jetzt, ne? Ich hab einfach immer gefühlt, ich komm nicht mal zum Scheiß. Fuck. Ja. Ich hab den Scheiß Nikolas weggeholt. Kein Inchi ist zustande, einen Scheiß hinzustellen. So, ich hab den hier scheiß Dach geräumt. Alle weg. Nee, ich glaube, wir haben nicht mal einen Wissenschaftler. Inchi. Ja. Inchi. Jetzt fange ich auch schon an, Alter. Feuerkaktus jagt mich. Ah, doch, der Teleporter steht. Alter, die rennen wirklich alle mit Kakteen rum? Was? Ja, bin ich wieder die tot, haben voll Alter. Das Kakteen-Team. Wichsfeuer. Das Praktische ist, dass ich denen ihre Kakteen gerade richtig die Reihe nach alle absteck. Ich habe das auch eine leichtere Map zu snipen. Weil es viel offener ist. Aber der Dings kann auch so gut snipen, der Astronaut. Ja, schon, aber... Dann wollte ich das bisschen vorne mit snipen. Nee, ich meine, der Astronaut, der kann auch so gut snipen. Der schießt auf den Punkt genau. Kann sich auch irgendwo hinten hinstellen und snippern. Ah ja, gut. Ablenkungsmanöver für meinen Rauch bekommen, weil du ihn gekillt hast. Komm schon. Könnte jetzt mal irgendeiner von denen da oben mit der MG-Modus gehen, damit ich sie alle wegholen kann. Natürlich nicht. Natürlich rennen sie jetzt alle weg. Na, 8 Kills habe ich schon. Und ich bin wieder vor dir, ganz knapp. Aber wirklich nur knapp, glaube ich. Ja, aber ich habe mehr Kills wie du. Ja, einen. Aber ich hatte auch einige Kills mehr wie du. Mit dem Astro. Aber ich war auch Punkte vorne. Yes! Revolver natürlich, der Wichser. Wir kämpfen ja schon wieder die Garten. So, dann mal wieder zu meiner Lieblingsposition hier. Hier kann man den Garten perfekt kontrollieren und auch den ihre Spawn-Area hat man hier ziemlich gut im Blick. Captures Drohnen kann man schön wegholen. Die Position hier gefällt mir eigentlich echt extrem gut. Wenn sie jetzt nicht inzwischen jeder benutzen würde und darum alle Leute sie kennen würden. Aber egal. Die haben einfach viel zu viele Kakteen. Auch mit ihren scheiß Drohnen dann die ganze Zeit und überall. Wir smocken erst nochmal alles voll, damit sie uns nicht mehr sehen. Oh, mit 4 HP weggehaut. Das war jetzt auch mehr Lack als irgendwas anderes. Das muss ich ganz offen zugeben. Boah, die mit ihren scheiß Tarnrangern, der hatte doch schon wieder fast nichts mehr. Your name, YouTube.
Vielleicht sollte ich nicht mit einer goldenen Maske rumrennen, wenn ich snipen gehe. Könnte vielleicht helfen. Haha. Diesmal habe ich Your Name erwischt, bevor er den zweiten Schuss auf mich abschließen konnte. Aber ich treffe seine scheiß Sonnenblume da hinten nicht. Also ich muss sagen, Pan Ranger geht ab. Er ist schon wieder Your Name YouTube, der hat schon wieder. Ich habe ihn gekillt und er hat einen neuen Charakter. Der wechselt auch die ganze Zeit wirklich Charaktere. Unglaublich. Boah, überall. Alter, wie sind die da hochgekommen? Die stehen alle oben drauf. Lol. Auf dem Kaktus. Die killen mir alle meine Kills, ey. So ein Kaktus. Ich gehe jetzt mal Erbsenkanonen jagen, die auf dem Kaktus drauf stehen. Oder sind die alle tot? Ah, die sind alle tot. So, dann verhindern wir einen Maisschlag. Dann setzen wir ihn überall. Mocken. Beim Wiederbeleben noch einen schönen Kill gemacht und in den 30 Sekunden beenden wir es locker. Und da ist es vorbei. So ein Idiot, der da drin stehen bleibt. Einen letzten Gruß. Oh ja. Yeah. Damit, Leute, würde ich sagen, haben wir hier eigentlich auch ziemlich geil gerockt. Jetzt zum Schluss auf jeden Fall. Die 10.000 Münzen überboten. Damit war die Runde gut. Alles, was über 10.000 geht, ist eine gute Runde gewesen. Jo, damit wieder. Naja, okay, ein Kill mehr hattest du jetzt. Mhm. Aber trotzdem, münzentechnisch war der Tarnranger diesmal besser. Also ungefähr Ausgleich. Ja, sie sind ungefähr gleich. Also ich sag's mal so, mit dem Astronauten macht man scheinbar doch mehr Kills wie mit dem Tarnranger. Allerdings, mit dem Tarnranger sind die Serien besser. Man bekommt sehr viele Bonusmünzen für alle möglichen coolen Dinge. Wegen Rächer und Retter und dem ganzen Zeug. Aber du hast auch die bessere Map gehabt im Snipen. Ja, natürlich. Doch, also es ist mit der letzten Runde nicht vergleichbar, aber trotzdem, du hattest auch dieselbe Map jetzt gerade mit deinem Astronauten, so meine ich. Also zweimaliger Vergleich. Einmal war der Astronaut besser, einmal war der Tarnranger besser. Ich würde sagen, es kommt auf die Map an und damit, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Servus und ciao. Ciao.